Hey, look at that! Was ich gerade gefunden habe, nach knapp 10 Minuten nach der Aufnahmepause. Entschuldigung, aber manchmal muss auch mal was gefuttert werden. Okay, ist schon genug. Ja, schön. Sehr schön, I appreciate it. Ja. Dafür verbrauche ich doch meinen Superball nicht. Blup. Blup. What the fuck? Okay, ich glaube, jetzt wäre es sogar in der Lage, einen Ruckzuck-Hieb zu überstehen. Oder mache ich einfach nur eine Fundattacke? Mache ich nur eine Fundattacke. Das hat nicht so viel gebracht. Oh, ein Härtner. Ob ich es wagen kann? Yay! Also wenn es jetzt nochmal ausbricht, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Oh mein Gott. Pokéball! Schön. Hinkala wurde gefangen. Und ich fürchte, damit haben wir auch die Ablöse für Domme, weil... Ganz ehrlich, ich habe es gerade versucht zu trainieren und es ist einfach zwecklos. Ich verbrauche 3 ganze Runden und ich musste jetzt schon 2-mal zum Pokémon Center laufen. Und ich weiß nicht. Der Insider-Gag ist damit eigentlich schon durch. Domme hat seine Pflicht in der Hinsicht erfüllt. Nincada, das Vorbereiter-Pokémon. Nincada lebt viele Jahre in absoluter Dunkelheit unter der Erde. Dieses Pokémon nimmt Nährstoffe aus Wurzeln auf. Es rührt sich nicht, da es auf seine Entwicklung wartet. Und ich weiß auch schon genau, wie ich es nennen will. Der Name hat einen ganz bestimmten Grund. Alice. Alice, wenn du das siehst, eine bestimmte Weiterentwicklung von dem Kader ist dir gewidmet. So, wo wir das haben, können wir uns auch theoretisch jetzt noch eben schnell um Flomel kümmern. Dazu müssen wir es allerdings unbehelligt zur Mine schaffen. Ah! Hi Schwabini, du läufst ja auch noch rum? Nee, Domme soll nicht gegen dich kämpfen, dagegen hat er keine große Schnitte. Trotz Verteidigung und so weiter. Ich habe übrigens nachgeguckt, das mäßige Wesen, das ist wirklich, scheiße. Also, sehr, sehr scheiße. Und da haben wir auch schon ein Flomel, es ist natürlich weiblich. Wie hätte es auch anders sein können? Es wäre ja geradezu lachhaft gewesen, wenn man mal Glück gehabt hätte und sofort ein männliches gekriegt. Wie auch immer. Und da haben wir ein männliches, sogar Level 8, ui. Darauf bin ich ja jetzt richtig heiß. Konfusion brauche ich wahrscheinlich 3 Stück. Ne, 2 dürfen reichen. Autsch. So, das reicht. Pokéball flieg! Flieg! Woo! Und damit haben wir uns auch ein männliches Flomel gefangen. Und haben somit erstmal alle Runden abgeklappert, oder? Habe ich irgendeine Route vergessen? Ich glaube nicht. Für Flummel wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Flummel, das Flüster-Pokémon. Normalerweise ist Flummels Stimme sehr leise. Selbst mit größter Anstrengung ist sie kaum hörbar. Wenn dieses Pokémon jedoch eine Gefahr wittert, stößt es ohrenbetäubende Schreie aus. Gott, wie spät ist es? Es ist doch gerade mal 12:30 morgens. Nachts, wie auch immer. Ja, ich muss Flummel einen Spitznamen geben. Gibt es irgendein ein pinkes männliches Pokémon? Pff, welcher Name passt denn da bitte? Fällt mir vielleicht ein... Ja, fällt mir sogar. Jester. Jester, wenn du dich siehst, dieses Pokémon ist dir gewidmet.
So, das war's für, das war's mit der Zwischeneinlage. Ich wollte es nur zeigen, ich habe es endlich geschafft. Und wenn da, wenn der nächste Part kommt, dann wird das hier richtig weitergehen. Also, bis dann.